In der norwegischen Königsfamilie findet man die wohl bekannteste royale Patchwork-Familie. Wir stellen euch die drei Kinder von Mette, Marit und Hakon von Norwegen vor. Marius Borghøiby ist Mette, Marits erstes Kind. Ihn bekam sie 1997 mit ihrem damaligen Freund Morten Borg. Mit der Hochzeit seiner Mama Mette Marit mit Hakon 2001 änderte sich zwar ein wenig für ihn, doch ein Leben als Prinz stand ihm nicht bevor. Weil Marius nicht von norwegischen Kronprinzen adoptiert wurde, trägt er auch keinen Titel. Das solle auch aus Respekt zu seinem leiblichen Vater nie im Raum gestanden sein. Somit hat der Stiefsohn von Hakon keinerlei royale Verpflichtungen. Das scheint Marius ganz recht zu sein. 2017 erklärte er nämlich, dass er ein Leben abseits der Öffentlichkeit führen möchte. Auf Instagram zeigt er sich dann aber doch von einer privaten Seite. Man erkennt sofort seine Leidenschaft für Sport jeglicher Art, wie Surfen, Skaten oder Skifahren. Er soll kurze Zeit Wirtschaft in den USA studiert haben, dann aber begonnen haben, eigene Lederjacken zu designen. Sein Interesse für Mode führte ihn zum Lifestyle-Magazin Tempus in London, wo er als Redakteur arbeitete. Welchen Beruf er zurzeit nachgeht, ist nicht bekannt. Als It-Boy und Wildchild hat er sich einen Namen gemacht. Wegen kleinen Skandalen hat er sich dieses Image eingeholt. Schuld daran sind unter anderem Tattoos, Alkohol und Partys. Seine Halbschwester Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen kam 2004 zur Welt und ist das erste gemeinsame Kind von Mette Marit und Hakon. Das Kronprinzenpaar hat versucht, ihren Sprösslingen eine normale Kindheit zu ermöglichen. So besucht die Prinzessin derzeit die öffentliche Highschool Elvebakken in Oslo. Prinzessin Ingrid Alexandra ist richtig groß geworden. Im Januar 2022 feierte sie ihren 18. Geburtstag. Da sie sich auf dem zweiten Platz der norwegischen Thronfolge befindet, übernimmt sie schon jetzt mehrere royale Pflichten. Sie hat sogar bereits ihr eigenes Büro im norwegischen Königspalast. Auf der Website des norwegischen Königshauses heißt es aber, dass sie sich in den nächsten Jahren vor allem auf ihre Bildung konzentrieren würde. In ihrer Freizeit ist sie genauso sportbegeistert wie ihr großer Bruder Marius. Sie liebt verschiedene Wassersportarten und Skifahren. Der jüngste der drei Kinder von Mette Marie und Hakon ist Prinz Sverre Magnus von Norwegen, der 2005 geboren wurde. Er steht in der Thronfolge nach seiner Schwester, also an dritter Stelle. Momentan ist er noch mit seiner Schulbildung beschäftigt. Von 2014 bis 2020 besuchte er eine Montessori-Schule in Oslo. Im Herbst 2021 wechselte der Prinz auf jene weiterführende Schule, auf die auch Prinzessin Ingrid Alexandra geht. Sport spielt auch in seinem Leben eine große Rolle. Neben dem Surfen und Skifahren interessiert er sich besonders für Biken, BMX und Crossfahren.